Aktuell sorgt Sarah Jane Volney bei Temptation Island VIP für jede Menge Aufsehen. Im Netz hingegen war es zuletzt ruhig um die 26-Jährige. Jetzt spricht sie offen über ihren Rückzug. Gemeinsam mit ihrem Freund Tinus stellt sich die Volney-Tochter derzeit dem ultimativen Beziehungsexperiment bei Temptation Island VIP, doch die Folgen könnten schwerwiegender sein als erwartet. Tinus scheint sich immer mehr einer der Verführerinnen der RTL-Plus-Show anzunähern, was bei Sarah Jane natürlich auf wenig Verständnis stößt. Sarah Jane Volney, nicht der Mann, den ich liebe? Als sie beim Lagerfeuer ein paar vertrauliche Gespräche zwischen Tinus und den anderen vorgespielt bekommt, bricht es aus ihr heraus und sie kann ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten. Das ist nicht der Mann, den ich kenne. Das ist nicht der Mann, den ich liebe. Sowas würde ich ihm niemals antun. Unter Tränen beginnt sie an ihrer Beziehung zu zweifeln. Ich zweifle gerade wirklich daran, ob wir als Paar hier rausgehen, gesteht sie in der Show völlig aufgelöst. Steht bald das Liebesaus bevor? Und ist das der Grund für ihre Social-Media-Pause, aus der sie sich nun endlich zurückgemeldet hat? Rückzug wegen Temptation Island VIP Drama? Sarah Jane Volney spricht Klartext. Hier war es die letzten Tage ruhiger. Mir haben viele geschrieben, ob bei mir auch alles in Ordnung ist und ob es mir gut geht, meldet sich die 26-Jährige zu Wort und erklärt dann. Ja, mir geht's gut, es ist im Moment nur alles ein bisschen viel und ich muss mich mit all dem auch erst einmal ein bisschen zurechtfinden und für mich den besten Weg finden, mit so viel umgehen zu können. Spielt sie damit auf die Ereignisse bei Temptation Island VIP an? Dass Tinus sich nämlich so innig mit anderen Frauen zeigt, geht dem Volney Spross bei Temptation Island VIP sichtlich nahe, sodass sie immer wieder in Tränen ausbricht. In ihrer Instagram-Story hält sich Sarah Jane Volney allerdings mit Details zurück. Sie bittet ihre Fans lediglich, ihr die kleine Auszeit nicht übel zu nehmen. Weil wenn ich vorher eine Story gemacht hätte und die Insta-Auszeit angekündigt hätte, hättet ihr euch Sorgen gemacht und das wollte ich natürlich auch nicht, erklärt sie. Doch jetzt ist sie zurück und verspricht, dass es wie gewohnt weitergeht. In Zukunft will sie ihre Follower wieder mehr an ihrem Alltag teilhaben lassen. Schon gewusst, darum konnte Sarafina nicht schwanger werden.